Okay, ich töte hier erstmal. Weil, gut, ich brauche die Sachen. Nee, nee, Jungs, das ist so frech. Das ist so frech, Alter. Yo, Leute, und herzlich willkommen zurück zu der Zeck. Wundert euch schon mal nicht, ich muss das Scoreboard rechts blurren. Und, ja. Wir spielen hier heute auf Mindman. Ich habe mein Chassis da nicht angemacht. Ich bin, glaube ich, leicht behindert, aber egal. Oh Gott, der hat ein Schwert. Nein, wir müssen weglaufen. Wir müssen unbedingt weglaufen. Ich brauche unbedingt ein Schwert, weil sonst bin ich geliefert. Junge, Alter. Kriege ich Arschkrebs direkt. Ich bin auf jeden Fall auf diesem komischen Mindman-Server. Der Owner von Vape ist ja hier der Admin. Also dem gehört der Server hier. Hat ein ganz okayes Anti-Cheat. Über 3-0er Range geht nichts. Aber man kann hier ziemlich stark Tick-Basen. Sogar Future-Tick-Basen. Und ja, werdet ihr dann gleich sehen, wenn ich dann endlich mal ein richtiges Schwert habe, weil mit einer Axt ist doof. Warum ist kein Auto-Armor hier an? Irgendwie ist die Patrick-Config hier auf dem Server ein bisschen komisch gemacht. Wir haben noch immer kein richtiges Schwert. Ich glaube, das Spiel will mich hier wirklich zutiefst trollen. Aber ich finde es auch cool, dass sie hier alte Maps haben. Insgesamt, dass Survival Games auf dem Server gefühlt als einziger Minigame-Mode gespielt wird, sonst ist das ja eigentlich eher ein Practice-Server. Und jo, wir haben hier jetzt endlich ein Steinschwert, was bedeutet, wir können kämpfen. Muss ich nur jemanden finden. Oh, da haben wir doch Palentas schon direkt auf jemanden. Guten Tag. Da sieht man auch direkt das Future Tech Base. Was sehr, sehr gut funktioniert. Aber er läuft weg. Oder auch nicht, weil ich fehle. Ja, sehr schön. Der ist endlich tot. Sehr, 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 sehr schön. Guten Tag. Der rennt weg. Warum rennt? Ich wollte gerade schon sagen, warum rennst du denn? Ach du Scheiße, ich bin ja Lowlife. Wann habe ich denn so viel Leben verloren? Aber ist gar kein Problem. Wir tickbasen einfach. Und dann gewinnen wir das. Wir können, glaube ich, blinken tatsächlich. Ja, wir können blinken auf dem Anti-Cheat, gut zu wissen. Oh Mann, Alter. Gutes Anti-Cheat nicht. Ich sollte mich demnächst erstmal von Gegnern fernhalten. Aber ich brauche eine Workbench. Damit ich mir hier ein wunderschönes Eisenschwert craften kann. Das wäre ganz nice. Und ich habe für jeden Fall gemisst. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. War sehr schwer, Kappa. Kurz hier ein Eisenschwert craften in aller Ruhe, weil der da hinten irgendwie beschäftigt ist. Und dann könnten wir uns eigentlich so neben ihn blinken. Oh fuck. Ey, ich hab verloren. Ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Wie geistig behindert muss ein Mensch sein? So, da sind wir in der nächsten Runde. Ich find's echt schade, dass man nicht in die Mitte blinken darf, weil man hier irgendwie auf dem Pferd oder so sitzt. Ist auf jeden Fall ganz komisch gelöst, aber man darf auf jeden Fall nicht blinken. Weil ist eine gute Lösung rein theoretisch. Und ja, ich. Wieso bekomme ich nie ein Schwert? Ich bekomme tausende Rüstungsteile, aber kein Schwert. Ich krieg wirklich zu viel. So unlucky, Alter. War wirklich so heftig unlucky. So. Eine Axt ist ja schon mal etwas. Vielleicht ist die Kiste aber nochmal was für mich. Und es war auch nichts. Na gut, dann gehen wir halt hier einfach den ersten töten. Oder da drüben die ersten töten. Ah, guten Tag. Jetzt kämpft er wohl. Ich habe vergessen, wie OP Straven tatsächlich ist. Ich hätte einfach Straven sollen die ganze Zeit. Oh, er geht auf mich. Gut, dass Tickbase gar nicht OP ist oder so. Und der Typ ist noch immer da oben. Der andere. Junge. Ja, Tickbase gar nicht OP oder so. Nein, überhaupt nicht. Oh, da sind zwei Gegner. Der Happy Emma war ja der Schwitzer. Da würde ich aufpassen. Lol, wie er sich gebowboostet hat, der ist wirklich ein richtiger Schwitzer. Ich fasse es nicht.
Aber der kassiert trotzdem gute Hits wegen dem Take Base. Das ist schon frech. Oh, ich wollte gerade sagen, einfach über das... Oh mein Gott, wie... Junge, die Schwitze haben ja gar keinen Bock mehr auf dem Server. Das ist ja richtig frech mit dem Tick Base. Junge, wie weit ich mich teleportiere, was ist das? Und das findet das Anti-Cheat auch wirklich vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja legit. Vor allem Future Tick Base, da lag ich ja nicht mal vorher. Das ist so gut. Die können halt einfach nicht weglaufen. Ich kann mich halt einfach immer wieder her-tick-basen. Das ist so gut. Hat der einen Dia-Helm? Sehe ich das hier gerade richtig, dass der einen Dia-Helm hat, da hat? Ich pack's nicht. okay. Ich töte hier erstmal. Weil, gut, ich brauch die Sachen. Nee, Jux, das ist so frech. Das ist so frech, Alter. Joa. Irgendwie wurde Survival Games dann doch nicht mehr voll, also Minigames sind wie gesagt auf dem Server nicht so krass gespielt. Deshalb spielen wir jetzt einfach mal ein bisschen Combo. Und da geht es halt wie gesagt einfach nur darum, wer mehr Hits macht. Das ist so ein bisschen wieder 1 gegen 1 Only Sword Game out of Gomme, nur dass der bei Gomme scheiße ist. Weil halt Enchantments und Crits und alles mögliche random in Minecraft sind, was bedeutet das mega unausgeglichen und ein bisschen Glücksspiel. Hier ist das aber gut, hier werden einfach nur Hits gezählt und wer als erstes 100 Hits hat, sozusagen wie bei Gomme 100 Leben, gewinnt halt. Und Gomme ist halt scheiße und macht sowas nicht. Und hier kann man mit Tickbase halt ziemlich gut die Spieler outplayen, aber ich bin jetzt nicht so der Practice-Spieler auf Gomme, teilweise schon. Aber hier so auf dem Server, ich weiß ja nicht. Aber man kann sie auf jeden Fall ziemlich gut auseinander mobben. Man muss nur einmal gut in eine Tickbase-Kombo gehen. Man kann ja auch nochmal ein bisschen aus der Sicht... Dann sieht man schon, man kriegt hier ganz gute Kombos hin, das ist ziemlich frech. Und, ja, ich glaube, der hat nicht so Bock. Sozusagen gerade mit 77 Leben gewonnen, wenn wir jetzt auf Gomme wären. Aber ich denke mal, das war's auch schon. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und mit Ryu auf Mineman. Ja, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Ciao, ciao.